Hey Leute, was geht? Willkommen zurück zu Mario Kart Double Dash. Wir wollen jetzt den Spiegel Cup ein bisschen vervollständigen. Sind jetzt beim Spezial Cup dran. Habe ich schon wieder Spiegel Cup gesagt? Spiegelmodus. Meine Fresse. Alter. Wir wollen jetzt den Spezial Cup machen. Und ich habe Angst, Alter. Ich habe so Schiss, Alter. Das könnt ihr euch nicht ausmalen. Ihr habt ja gesehen, wie das im 150er CCM Modus so war. Aber hier? Was soll ich denn hierzu sagen? Ach ja, stimmt. Und Mutant Tyrannia und so sind ja freigeschaltet worden. Stimmt. Die wollte ich ja auch nehmen eigentlich. Ach komm, ist egal. Scheiß drauf. So, die Blue Shell behalte ich mir auf jeden Fall in der Hinterhand, ne? Man kann ja nie wissen, was passiert, ne? Weißt du Bescheid? Ich glaube, das ist auf jeden Fall taktisch sehr wertvoll mit der Blue Shell, dass ich mir die jetzt ein bisschen in der Hinterhand behalte. Und warum wurde die Red Shell gerade eben so... Warum ist sie jetzt ausgerastet und meinte, da rauszufliegen? Verstehe ich nicht. Wenigstens bin ich hier nicht rausgeflogen. Bam, Alter, los. Natürlich darf ich mich da... Ja, genau. Ist okay, ne? Ich meine, ich habe zwar genau gerade ausgeworfen und natürlich ist ja auch jetzt die Blue Shell dafür weg, ne? Ist ja ganz logisch. Klar, ne? Ich meine, ist ja nicht so... Ist ja nicht so, als hätte ich versucht, die nach vorne zu werfen. Nein, gar nicht. Die wurde natürlich voll an die Seite geschmettert, wie das halt eben so ist, ne? Aber ist mir egal. Ich habe vier Red Shells, jedenfalls momentan. Gucken, was ich mit denen noch anstellen kann. Ja, die werden das auf jeden Fall gefrompt spammt, Alter. Und zwar richtig vom Feinsten, Mann. Dass diese Bastard abgetroffen werden und sterben, ey. Wichser. Alter, wurden die überhaupt einmal von den scheiß Red Shells getroffen? Einmal? Ein scheiß Mal? Ja, jetzt, ne? Eben irgendwie nicht. Na, ist mir egal. Komm, wir müssen jetzt eigentlich nichts weiteres machen, als hier meinen ersten Platz zu verteidigen. Meinen ersten Platz, ist das klar, Fräulein sind's. Meine lieben Fräuleins hier. Und gucken. Dass wir so ein bisschen Backspam, bisschen Bananen hinlegen, so ein bisschen Steine in den Weg legen, wie das, genau wie ich meinte, dass die da eben reinfahren. Damit wir Hauptsache hier Erster werden, Alter. Weil ich habe irgendwie Angst, dass wir das in diesem Cup ordentlich verscheißen. Ich glaube, wir schaffen das nicht, Alter. Aber ist mir egal, es geht mir hier um den Spaßaspekt jetzt, nicht mehr um irgendwas freizuspielen. Ist mir scheißegal. Wenn ich jetzt Zweiter oder Dritter werde, ist mir das egal. Hauptsache, am Ende kommt die Wertung des Spiels, denn ich habe geplant jetzt, dass ich am Ende dieses Partes beim Abspann bisschen über die über das Spiel ablabere, eine Wertung einfließen lasse, wie das Spiel so ist. Wie ihr das von mir kennt, am Ende fast jedes, wie am Ende eines jeden Let's Plays. War das so richtig? Ich glaube schon. Naja, auf jeden Fall, wie das halt bei mir am Ende eines Let's Plays so ist, wird dann die Wertung abgegeben. Oh mein Gott, hatten wir Glück mit der Blue Shell. Zum Glück kam die jetzt. Meine Fresse. Verdienter erster Platz, muss ich sagen. Viel besser gespielt als im 150er, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Okay, weiter geht's. Na, ich habe ja zu fast jedem Let's Play eine Wertung gemacht, außer zu Pokémon Hex oder sowas. Da natürlich nicht. Ne? Okay. Geil. So, hier habe ich ebenfalls ein bisschen Angst. Weil ich eben nicht weiß, was mich hier erwartet, so im Spiegel. Ich habe nicht so die Ahnung. Ich kann die Strecke im Spiegel überhaupt nicht. Werdet ihr aber auch sehen. Warum drifte ich da überhaupt? Ey, ganz mal im Ernst. Warum drifte ich da? Meine Fresse. Ah, reg das auf, ey. So dumm. So habe ich jetzt meinen ersten Platz verschenkt. Aus solcher Dummheit. Weil ich ja unbedingt driften muss. Macht ja auch Spaß. Und warum die Grüne jetzt gerade eben nicht getroffen hat, weiß ich... Was? Was? Verarschen? Hä? Wo ist der Sinn? Wo ist der scheiß Sinn? Warum? Hä? Wo ist der Sinn, Mann? Wo war der Sinn in dieser Blue Shell jetzt gerade? Wo war der scheiß Sinn? Wie dumm ist die eigentlich? Ist die beschränkt, Mann? Reg das auf. Verpiss dich, du Fotze. Verpiss dich. Okay, wenigstens bin ich jetzt wieder Erster. Hier kann ich ja immer schon driften hier bei der Kurve. Aber ansonsten dann... Ist das dein Ernst? Meine Fresse! Was soll denn das, Mann? Was soll das? Ich hab doch richtig gedriftet, Mann. Ist das dein scheiß Ernst? Wie ich das hasse. Richtiger Scheiß, Mann.
Okay, den Pilz werde ich mir auf jeden Fall hierfür aufsparen. Weil auf der Gerade kann ich überhaupt nicht driften. Da falle ich so oder so runter. So, okay, sehr gut. Ich glaube, Vari und Mutant Tyrannia waren unsere engsten Verfolger. Und zweite Blue Shell. Geil. Dritte sogar schon im ganzen Part, ne? Naja. Ich glaube nämlich, dass Vari und Tyrannia unsere engsten Verfolger waren. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mach keinen Scheiß jetzt. Mach jetzt keinen Scheiß. Dankeschön. Es sieht gut aus. Es sieht... Was mach ich denn hier? Meine Fresse, wie dunkel ist das hier, bitteschön? Und die Sonne scheint mir immer noch in die Fresse. Ist doch nicht normal. Komm, jetzt mach keinen Scheiß, Alter. Jetzt immer schön... Was? Was ist das denn, Mann? Was soll das? Ist das ein Scheiß ernst, Mann? Scheiß Hurensohn, Alter. Ohne Scheiß, Mann. Bastard. Wehe, wir werden hier Fünfter oder Vierter, Alter. Wehe. Natürlich. War klar. Ne? War klar. Natürlich musste sowas am Ende der Runde nochmal passieren, ne? Klar. Sicher. Obvious. Richtige Bastarde. Ach. Weißt du, es gibt sogar zwei Gegner, die besser sind als ich. Was ist das denn für eine Scheiße? Meine Fresse, Mann. Und was soll ich hierzu noch sagen, ey? Hier habe ich ja sowieso am meisten Pech wieder. Hier werde ich sowieso wieder von allem runtergekickt und gestoßen und von allem. Bastarde, ey. Scheiß Hunde. Meine Fresse, warum drifte ich denn hier falsch? Pisst euch doch alle, Mann. Natürlich geht die nach. Natürlich geht der Bowser-Panzer nach außen. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Klar, ist logisch. Ich sehe hier einfach gar nichts, Mann, weil einfach mir die Sonne in die Fresse scheint, Mann. Das ist doch nicht normal. Meine Fresse! Frühling hin oder her, kann doch nicht sein. So, komm, jetzt trifft diese Wichse ab. Dankeschön. Jetzt schön an den vorbeiziehen, alles easy. Aber ich sehe echt gar nichts, Mann. Ich sehe echt im Dunkeln echt gar nichts. Warum müssen diese Strecken hier so dunkel sein? Meine Fresse, das regt auf. Das war auch früher schlimm, wenn ich... Wow. Natürlich. Wenn ich früher Mario Kart Double Dash gespielt habe, im Sommer oder sowas... Und mir dann die Sonne und mir dann die Sonne in die Fresse gescheint hat. Meintet ihr, ich könnte dann irgendwann oder ich hätte irgendwann normal spielen können? Nee, das sah dann genauso aus wie jetzt gerade. Natürlich fahre ich da rein. Klar. Ne? Verpisst euch. Meine Fresse, ey. Ist doch nicht normal. Natürlich, wenn wir einen Turbo bekommen, sind die genauso schnell wie wir. Das macht natürlich vollkommen Sinn. Verpisst euch. So, Backspam. Ich weiß zwar nicht, ob die getroffen hat. Ja, hat sie. Dankeschön. Wenigstens einmal im Scheißleben. Boah, die sind in ihre eigenen... habt ihr gesehen? Die sind in ihren eigenen Items reingefahren. Ich glaube, die Fakebox war von denen. Geil. So, ich wette mit euch. Jetzt gleich... jetzt fahre ich zwar noch ein bisschen skillig, aber gleich kommt wieder eine Blue Shell oder sowas. Natürlich, klar. Macht Sinn. Hm? Ist klar. Sicher. An der gleichen Stelle wie in der ersten Runde kommt eine Blue Shell. Ist das dein Scheiß ernst, Mann? Scheiß Hurensohn. Meine Fresse, das kann doch echt nicht wahr sein. Was ist das denn für eine Kacke? Meine Herren, Mann, das ist doch nicht wahr. Ich muss das hier noch über die Bühne bringen, Mann. Das ist nicht normal. Aber ist mir egal, Hauptsache Backspam-Time jetzt hier. Es wird hier alles gebackspammt, was nicht nied- und nagelfest ist. Ihr kleinen Wichser. Boah, korrekt, Alter. Danke. Danke für diese Dreier-Green-Shells, Mann. Die bringen viel. Ohne jetzt da Ironie oder so rausklingen zu lassen, aber die bringen jetzt echt viel. Die können wichtig sein, um ihren kleinen Vorsprung rauszuarbeiten. Ja. Dritte, in der dritten Runde. Red Shell. Kommt sonst noch was? Ein Blitz oder sowas? Nee, aber dafür kommt... Ja. Natürlich überholen die mich jetzt dafür. Ist klar. Ist okay. Macht Sinn. Ja, genau. Natürlich fahre ich jetzt noch rein. Genau. Macht Sinn. Macht Sinn. Logisch. Komm. Schenk mir doch jetzt mal auch noch was Gutes hier. Schenk mir was Gutes. Zwei Pilze. Okay. Kann sich ein bisschen was mit anfangen lassen. Oh, natürlich kriegen wir das Item nicht. Komm.
Jetzt hauptsache noch mit Drift hier das über die Bühne bringen. Ja, Mann! Was geht ab? Boah! Ist doch nicht normal, Mann! Das seht ihr mal wieder. Im Spezialcup sieht man es mal wieder am meisten. Das Spiel legt mir Steine in den Weg und ich schaff's trotzdem, du kleines Bastardenspiel. Meine Fresse! So. Jetzt kommt die Kotze, die Galle hoch, ey. Das sag ich euch. Regenbogenboulevard. Jetzt werde ich wieder von allen runtergeschubst. Klar, macht Sinn, ne? Ist halt so. Natürlich sind wir Letzter. Klar. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Das ist natürlich vollkommen logisch, dass sowas jetzt passieren muss, ne? Ich meine, im letzten Rennen passiert mal wieder das Mögliche, die größte Scheiße von allen, ne? Komm, wenn ich jetzt noch gut drauf bin. Scheiße, da hat jemand einen Stern hinter mir. Wahrscheinlich war da gerade eben ein Stern auf der Strecke. Okay, Alter. Zweiter. Das ist kein Problem. Klar. Na sicher. Macht Sinn. Hm. Ist okay. Ja, ja. Genau. Wie soll ich an den Stern bitte schon rankommen? Ich meine, ist zwar nett, dass er da auf der Strecke war, aber wie soll ich den bitte schon bekommen? Ist das dein Ernst? Danke für die Blue Shell, Alter. Guckt euch mal den Vorsprung von dieser scheiß Piranha an, Mann. Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Ja, komm, treff doch ab, du Bastard, Mann. Ist das dein Ernst? Meine Fresse, gib mir ein gutes Item. Ohne Scheiß, ey. Das war wieder so klar, dass wir in der ersten Runde direkt runtergestoßen werden von diesen Bastarden. Das war wieder vollkommen klar. Das war wieder typisch Mario Kart Double Dash. Wenn man klein ist, hat man einfach keine Chancen hier. Ja, genau. Ne? Ich meine, der stand zwar neben mir, aber die Red Shell trifft trotzdem. Macht Sinn. Klar. Und wir haben gerade so ein Glück mit den... Natürlich. Wir haben gerade so ein Glück mit den Red Shells. Ein richtiges Glück. Ich glaube, unser drittes Item von Paracooper und das dritte Mal schon eine Red Shell. Okay, wir sind direkt hinter denen. Das ist kein Problem, Alter. Wir kommen dran, wir können rankommen. Ich weiß zwar gerade nicht, wie das Gesamtklassement aussieht, aber... Auf jeden Fall, glaube ich, Gleichstand zwischen mir und Tyrannia. Ja, der Stern war auch toll gelegt, muss ich sagen. Komm. Die halte ich mal in der Hinterhand. Okay, ein Pilz. Den kann ich mir da hinten in der Gerade aufbewahren. Jetzt aber erstmal Red Shell. Komm. Triff die ab. Komm. Bitte, bitte. In der letzten Runde kann wirklich nochmal alles passieren, Alter. Da kann echt nochmal alles passieren. Wurden die abgetroffen? Wurden die abgetroffen? Nee, ne? Ich glaube nämlich auch nicht. Das ist wieder so klar. Typisch. Komm, fall jetzt hier bloß nicht runter, Mann. Natürlich! Wo geht denn die Red Shell dahin? Habt ihr das gesehen? Wo ist die Red Shell gerade eben hingegangen? Ist das dein Ernst? Nein, Mann. Du fixst mich hier nicht. Kleiner Bastard. Ohne Scheiß. Mach keinen Scheiß. Wer ist denn da hinten? Wer ist das denn? Überrunden wir da etwa schon jemanden? Was ist das denn für eine Kacke? Komm, mach keinen Scheiß jetzt hier. Mach keinen Scheiß. Komm. Piss dich! Alter, mach keinen Scheiß jetzt hier. Mach keinen Scheiß, ey. Wie spannend kann das hier bitte schon sein? Alter, mach's hier nicht unnötig spannend. Komm, gib mir ein Doppel-Item. Gib ihm. Natürlich! Und wo ist mein Item hin? Wo sind meine Items? Nein! Dein Scheiß Ernst, du kleiner Hurensohn! Meine Fresse! Mann! Natürlich werde ich dadurch vom Stern runtergezogen. Ist völlig vollkommen logisch hier. Komm! Komm, gib mir hier das letzte gute Item. Oh, Scheiße, Mann. Wir hätten den Stern bekommen können. Ja, das war's, Leute. Das war's. Zweiter Platz. Ja, alles klar. Macht Sinn. Ne. Scheiß Drecksspiel, Alter. Drecksspiel, Mann. Ohne Scheiß. Pff. Was soll ich dazu noch sagen, Alter? Ne. Das spiele ich definitiv nicht mehr offscreen nach. Da könnt ihr mich am Arsch lecken. Das mache ich nicht. Ne. Hurensohn-Spiel.
Ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock auf die Wertung, aber ich mach's jetzt einfach mal. Wird die Wertung negativer ausfallen, als sie eigentlich sein müsste. Aber, ja, ist mir egal. Leute, jetzt komme ich wieder zur Wertung. Bestehend aus Grafik, Sound, Spielspaß, Innovation. Und wir fangen mit der Grafik an. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Grafik viel besser war als noch in Mario Kart 64. Falls man sich an den N64-Teil erinnert, war das ja so, dass man nur so Sprites bekommen hat, also so Polygone, die kein richtiges 3D-Bild hatten, sondern die nur so angeeckt waren. Das heißt, man hat sie nie vollständig gesehen, wie man sich sie sich angeguckt hat. Die Polygone waren immer so angerichtet, dass man so, ja, dass man nie das ganze Körperbild sehen konnte. Na gut, ja gut. Ich will jetzt auch nicht zu weit ausschweifen. Auf jeden Fall ist hier die Grafik viel besser. Muss ja auch, weil es ist die GameCube gewesen und da muss man natürlich so grafisch nachlegen. Diesmal mit vollständigen 3D-Bildern und sowas. Mit guten Reaktionen, muss ich sagen. Da hat man zum ersten Mal so Emotionen eingefügt, wenn jetzt zum Beispiel ein Gegner getroffen wurde oder wenn, wenn man Erster wurde, wenn man Letzter wurde, da wurden so dementsprechend Emotionen eingefügt. Finde ich richtig gut. Also grafisch hat die GameCube auf jeden Fall nichts falsch gemacht. Ich würde auch nicht, zu viel sagen, wenn ich sagen würde, die GameCube hat alles aus dem Spiel rausgeholt oder so. Keine Ahnung. Es gab vielleicht grafisch bessere Spiele, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, Twilight Princess oder so, weißt du? Aber das, ja. Aber grafisch ist das auf jeden Fall hier auch so ziemlich gut. Und für die GameCube-Verhältnisse würde ich sagen 89% auf jeden Fall. Sound. Auf jeden Fall mal wieder richtig geile Soundtracks am Start. Ein paar haben sich natürlich wieder wiederholt, ne, an einigen Strecken, hier Marios Piste, Yoshis Piste, da kam das Marios Pisten-Theme. Natürlich wäre es zwar schöner gewesen, wenn man da ein bisschen Eigenarbeit gezeigt hätte und neue Sounds mit einfließen hätten, irgendwie scheiße, keine Ahnung, wie soll ich das sagen, keine Ahnung. Wenn man da so ein bisschen noch mehr Lieder reingebracht hätte, aber naja, was willst du machen, ne? Entwickler sind halt faul und ja, es hört sich trotzdem, egal auf welcher Strecke man ist, gut an. Wirklich jeder Sound ist hier super getroffen und ich würde sagen, soundmäßig ist auch so 90%. Spielspaß, da kommen wir jetzt zum Fressbrett. Auf jeden Fall, weil, ja, ne? Spielspaßmäßig ist klar, das Spiel macht Spaß. Im 50er und 100er, wenn man immer Erster ist, aber im 150er, wenn man da so übertreiben ist, dann hat das für mich keinen Spielspaß mehr. Dann hat das wenig mehr mit Spielspaß zu tun, wenn man ständig nur abgetroffen wird und vom Spiel verarscht wird und vom Spiel Steine in den Weg gelegt bekommt. Obwohl man sich doch richtig anstrengt. Aber naja, wenn das Spiel meint, es müsste einem Stein in den Weg legen, ne? Ihr habt es ja gerade eben gesehen. Bowsers Festung. Dreimal eine Blue Shell oder so. Zweimal an der gleichen Position. Das kann kein Zufall sein. Das ist 100% vom Spiel so abgesehen. Und es ist einfach nur unfair. Ich habe mich da retten können auf den ersten Platz, weil ich einfach nur gedriftet habe, ja. Das ist ja doch das zweite Ding am Spielspaß. Man muss echt driften, um weiterzukommen. Ansonsten hast du keine Chance. Das ist genauso wie in Mario Kart S. Wenn du driftest, kommst du nur voran. Oder sagen wir es so, wenn du nur driftest, kommst du voran. Das ist ja das so, das ist das Hauptproblem am Spiel. Oder der Negativpunkt, das Hauptnegative an dem Spiel. Driften. Das wurde in Mario Kart Wii besser gelöst. Dass man da wirklich, dass sich da der Turbo oder der Drift auflädt. Der Drift-Turbo. Da hat er sich noch aufgeladen. Hier musst du einfach nur so deinen Cursor links und rechts bewegen und dann hast du schon einen blauen Turbo. Das ist total easy. Das kannst du in Millisekunden hinbekommen. Das habt ihr bei mir gesehen. Naja. Spielspaßmäßig, klar, es macht Spaß. Aber es ist ein ziemlich unfaires Mario Kart. Eins der unfairsten, wenn ich sogar sagen würde. Ich finde, Mario Kart Wii ist noch unfairer. Aber das habt ihr ja schon in meinem Let's Play zu Mario Kart Wii gesehen. Und von daher würde ich sagen, Spielspaß 75%. Ist halt so. Kann ich nichts für, ist halt so. Innovationen, klar, das Mario Kart hier kommt mit neuen Innovationen um die Ecke, wie zum Beispiel allen voran, dass zwei Fahrer auf einem Kart sitzen, was ich eine ziemlich geile Idee finde, ist ausgefallen, klar. Ist wieder typisch random Nintendo, ne, mit ihren random Ideen, aber ganz ehrlich, ne, es ist was Neues, es war eine Eigenkreation, es war eine, wirklich etwas Frisches im Renngenre. Wann war zuletzt mal in einem Kult-Fun-Rennspiel, wann waren da zuletzt mal zwei Charaktere auf einem Kart? Ich denke, wenn wir uns so zurückerinnern, gar nicht. Oder wenn das so der Fall war, kann ich mich an kein Spiel erinnern, weil ich nicht so viele Rennspiele gespielt habe. Aber wenn ich eins weiß, dann ist es das, dass das Mario Kart hier von Innovation her eins der besten ist. Allein aus dem Grunde,
Ach komm, warum ist hier kein Sound? Warte mal, ich skipp mal eben. Lass mal ein bisschen das Intro laufen. Und ja. Ehrlich gesagt, finde ich das, wie gesagt, von der Innovation her eins der besten Mario Karts. Allein aus dem Grunde, weil da was richtig Neues probiert wurde. Es gibt Spezial-Items, die für jeden Charakter charakteristisch sind. Also für die Paare, sage ich jetzt mal. Mario und Luigi bekommen den die Feuerbälle. Bowser und Baby Bowser oder Bowser Jr. bekommen den Bowser-Panzer. Daisy und Peach bekommen das Herz und so weiter und so fort. Und das ist auch auf jeden anders abgestimmt. Und wie gesagt, es ist charakteristisch mit den Spezial-Items. Und ich finde das richtig gut gelöst. Das Spiel hat in meiner Kindheit richtig Fun gemacht. Klar, es hat auch früher schon aufgeregt gehabt. Mit dem Spielspaß her. Und natürlich muss jetzt die Sonne weggehen. Jetzt gerade, wo ich hier fertig bin mit dem Spiel. Fick dich doch, du kleiner Hurensohn. Ne? Naja, auf jeden Fall. Ich will nicht zu weit ausholen. Ich will nur sagen, es ist eines der innovationsreichsten Mario Kart Spiele. Allein aus dem Grunde halt, ne, Doppel-Items. Zwei Charaktere auf einem Kart. Man kann die Charaktere auswechseln und es gibt Spezial-Items. Das ist so ziemlich das Beste hier dran. Und durch diese ganzen Items hier kann man auch richtig taktisch agieren. Und es ist auch richtig viel Chaos auf dem Platz. Das haben wir im Babypark gesehen zum Beispiel. Ne? Dass hier richtig viel Chaos auf den Strecken sein kann. Durch jetzt die Bowser-Panzer oder sonst was. Deswegen würde ich sagen, innovationsmäßig würde ich sagen, 92%. Teile ich diese vier Werte jetzt alle durch 4, komme ich auf 86,75%, also 87%. Mario Kart Double Dash bekommt von mir 87%. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Vielleicht etwas zu positiv, als es momentan für mich ist, aber ich reagiere mich auch gerade so ein bisschen ab von der Scheiße. Ich werde das nicht nachspielen, das ist mir scheißegal. Im nächsten Part sehen wir uns wieder bei der Meisterschaft im Spiegelmodus und wir schauen mal, wie weit wir da kommen. Oder wie weit wir da kommen, so positionsmäßig. Und ob ich einen Gast dabei habe, das werden wir auch noch sehen. Also Leute, bis zum nächsten Part. Haut rein, ciao.